Ja, wir schauen direkt zum NATO-Gipfel, der gerade in Madrid läuft. Ein Highlight für die meisten Staatschefs dort scheint ein Treffen mit den Klitschko-Brüdern zu sein. Jeder, wirklich jeder, wollte einfach ein Foto mit den ehemaligen Weltklasse-Boxern machen. Sei es NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen sehen wir hier oder auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und auch Kanadas Premier Justin Trudeau. Ja, die Nachricht, die die Klitschkos den Staatenlenkern mit auf den Weg geben, die Bitte um mehr, um schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine. Und wir freuen uns ganz besonders, jetzt sprechen wir nämlich mit Wladimir Klitschko, uns live zugeschaltet aus Madrid. Schön, dass Sie bei uns sind. Und erlauben Sie mir den Scherz zum Anfang, Sie sind der Echte. Wie oft kriegen Sie diese Frage jetzt gestellt? Es kommt darauf an, welche Echte. Also ich bin nicht der Bürgermeister. Ganz oft bin ich verwechselt worden mit dem Bürgermeister. Da muss ich immer wieder betonen, das bin ich nicht. So war das bei Joe Biden. Er dachte, dass ich Vitali bin. Es war aber umgekehrt. Wir haben das Foto auch gesehen mit Ihnen und Joe Biden, das jetzt um die Welt geht. Was haben Sie mit dem US-amerikanischen Präsidenten besprochen? Was kann man überhaupt in so einem Moment dann auch besprechen? Oder zieht man sich dann für die wichtigen Gespräche nochmal zurück, außerhalb auch der Presse? Also es war definitiv proaktives Gespräch von Joe Biden, der dann zu uns kam und selbst proaktiv gesagt hat, dass jede Unterstützung, die für die Ukraine da sein kann, wird gemacht. Und von der Seite von Vereinigten Staaten oder NATO als Allianz. Sie fordern mehr Waffen, es braucht auch mehr Munition und es muss schnell gehen. Ja, wie war das Thema jetzt beim NATO-Gipfel? Welches Feedback haben Sie bekommen? Es war wirklich ein historisches NATO-Konferenz, weil das Hauptthema bei allen Gesprächen, dort, wo wir involviert waren und nicht nur Ukraine. Und dieser sinnlose Krieg, der seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, in einer der großen europäischen Länder, wie die Ukraine ist, stattfindet. Und diese Aggression von russischer Seite, die gekommen ist seit Februar und auch geblieben ist, Es hat wahnsinnige Spuren hinterlassen bei Menschen rund um die Welt, der freien Welt sozusagen. Natürlich diese Unterstützung und Anerkennung nach diesem Gipfel, Russland als Aggressor, als ein Staat, der das Töten rund um die Ukraine und auch Gefahren für weitere Länder darstellt. Es ist unglaublich wichtige Message gewesen von NATO, das zu erkennen, dass Russland agiert fast wie ein Terrorstaat. Aber was gibt es jetzt für direkte Konsequenzen? Was passiert ab jetzt? Es gab G7 hier bei uns in Deutschland, jetzt also der große NATO-Gipfel in Madrid. Was werden wir auch zu spüren bekommen? Was bekommen auch die Ukrainer in ihrem Land jetzt zu spüren, direkt? Also es geht natürlich in einem Krieg, sich zu verteidigen und es geht um die Waffenlieferung, es geht um die Unterstützung. Natürlich auch eine Möglichkeit für die Ukraine, an NATO sich zu beteiligen oder Teil der NATO zu sein, weil letztendlich wir brauchen eine Garantie, wir brauchen eine Unterstützung, wir brauchen Städte oder eine Organisation, so wie die NATO ist, das uns unterstützt oder wir als Teil von NATO sind. Also das ist noch offen, also die Tür ist für uns noch offen und das ist ganz wichtig gewesen, das nochmal nach diesem Gipfel zu bekommen. Und letztendlich, es dauert alles ja viel zu lang und es muss schneller alles auch funktionieren und agiert werden. Jeder Tag zählt. Diese sinnlose Aggression. Jede Sekunde zählt, weil während unseres Gesprächs jetzt laufen die Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine. Und deswegen ist es enorm wichtig gewesen, dass die NATO-Staaten und dass die freie Welt uns unterstützt mit Waffen, mit humanitärer Hilfe und natürlich auch die Garantie, dass sowas nicht nach dem Ende des Krieges, und ich hoffe, dass das Ende, sobald wir es geht, nur kommt, dass nach Ende des Krieges auch eine Garantie für unsere Stadt darstellt. Wie blicken Sie derzeit auf Deutschland? Auf der einen Seite die Panzerhaubitzen 2000 treffen jetzt ein und auf der anderen Seite, ja, fühlt man auch in diesem Land, dass sich viele jetzt nur noch um ihre Gasrechnungen kümmern, dass viele den Eindruck haben, das muss jetzt zu Ende gehen, es muss irgendein Kompromiss gefunden werden. Wir wollen das alle nicht mehr. So auch Stimmen aus Deutschland. Was sagen Sie denen? Schauen Sie die Bilder von letzter Tage mit russischen Raketen an Einkaufszentren in Kramatorsk. Und das sind Bilder zum Beispiel von einem Mädchen
ein 7-jähriges Mädchen, die im Asche ist ermordet worden von dieser Rakete. Und man fragt dann, welcher Preis zu bezahlen. Ein erhöhter Preis fürs Gas, russischen Gas in diesem Sinne. Und dass man sich wirklich von diesem Monopolie, was Energie betrifft, sich löst und frei entscheiden kann und nicht irgendwie eine Diktatur über sich hat. Wozu? Dann muss man schweigen. Dass ein Krieg in der Ukraine, im Nachbarland, herrscht und da werden die auch die Kinder, Zivilisten, ein Kaufzentrum, Infrastruktur zerstört oder man zahlt dann einen höheren Preis für Gas oder man findet sogar eine Alternative für diesen Preis. Eine Alternative, dass man sich löst von dieser Monopolie der Energielieferung. Und ich glaube, dass in der Welt passieren gerade wichtige Sachen, dass man versteht, dass eine Monopolie auch tödlich sein kann. Und so eine Aggression entsteht dann auf einmal von so einer Monopolie. Man muss sich lösen und man muss sich in den freien Markt bewegen und nicht nur abhängig machen von einer Struktur oder einem Land in diesem Sinne wie Russland. Herr Klitschko, wie geht es für Sie jetzt weiter? Sie sind momentan in Madrid, werden Sie danach direkt zurück in die Ukraine kehren? Und wie sieht momentan Ihre Arbeit vor Ort aus? Es ist nach wie vor wahnsinnig viel zu tun. Es geht mehr natürlich um die Unterstützung, weil letztendlich wir sind von der Hilfe abhängig. Und auch gestrigen Gesprächen, es geht nicht nur um Waffenlieferung. Es ist nicht so ganz, ich bin nicht im Verteidigungsministerium, aber trotzdem, dass man in diesen Gesprächen auch Partner findet, die diese Hilfe inklusive Selbstverteidigung, Waffen, humanitäre Hilfe, jede andere Art, dass man wirklich in diesen persönlichen Gesprächen diese Anknüpfungspunkte findet und letztendlich für die Ukraine das liefert. Und es ist enorm wichtig und genau so wird es weitergemacht, auch von meiner Seite, um gestützt, wie es nur sein kann. Es ist auch ganz wichtig gewesen, dass die Ukraine auch Teil bei dieser NATO-Konferenz gewesen, nicht nur von Gesprächen oder von Medien, wie man das oft bekommt, weil Medien sind auch wichtig, das darf man nicht vergessen. Das kann auch zu einer Waffe sein, so wie das Russland mit Propaganda das macht. In jedem Land laufen russische Fernsehsender oder Radios oder Zeitungen, die natürlich berichten, dass die Ukrainer zerstören ihr eigenes Land. So wie das vor kurzem gesagt worden von russischer Seite, dass wir zählen nicht auf Einkaufszentren. Das ist alles Propaganda, genauso wie Bucha, Propaganda von den Ukrainern oder die Freie Welt. So wie Bucha, Gostomel, Irpin und Mariupol haben wir auch zerstört. Deswegen eine der wichtigsten Waffen auch in die Welt zu berichten und zeigen, dass die Ukraine leidet wahnsinnig. Und wir brauchen diese Unterstützung. Wir verteidigen auch eure Werte. Wir sind in einem Boot. Und es ist ganz wichtig, diese Aggression, die von russischer Seite gekommen ist, zu stoppen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so eine Aggression, so einen Krieg in Europa nicht. Und deswegen ist es enorm wichtig, an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Sie haben auch mit Olaf Scholz gesprochen. Welche wichtige Nachricht haben Sie dem Kanzler mit auf den Weg gegeben? Was erwarten Sie? Ich glaube, dass die Politik von Scholz hat sich wahnsinnig stark verändert. Wie das am Anfang des Krieges war, als ich noch zu Besuch war in Berlin, im März, Anfang des März, erste Hälfte von März. Und es ist unglaublich zu spüren, dass die Welt wird immer klarer sein, wer diesen Krieg angefangen hat, was dieser Krieg heißt, wie schlecht das für die ganze Welt sein wird. Man darf nicht vergessen, dass eine halbe Milliarde Menschen leidet und wird verhungern, weil wir über das Schwarze Meer, wir, die Ukraine, nicht unsere Getreide liefern können und so weiter. Also wir sind in einem Ökosystem. Die Welt ist zwar groß, aber ist viel kleiner geworden und wir sind alle miteinander verbunden, irgendwie alle voneinander abhängig sind. Und dann, wenn sowas passiert wie ein Krieg, es muss dann gemeinsam agiert und gestoppt werden. Und diese internationale Recht darf man nicht brechen. Dafür haben wir die zwei Weltkriege hinter uns. Und das darf nicht passieren, dass sowas schon wieder passiert. Besten Dank für das Gespräch, Wladimir Klitschko, live. Vielen Dank und danke Deutschland für die Unterstützung. Ihr macht enorm
viel für uns, für die Ukraine, für die Welt. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch nie gespürt oder gesehen, dass vor allem auch von Deutschland über 850 Millionen Privatspenden von verschiedenen Unternehmen oder Privatpersonen sind gelaufen. Es ist unfassbar für die Unterstützung der Ukraine. Danke, Deutschland. Vielen Dank für Ihre offenen Vielen Worte. Herzlichen Dank. Danke, Wladimir Klitschko, für dieses Gespräch. Danke. Herr, sprechen wir weiter über das Thema mit unserem Militärexperten und Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle an der London School of Economics. Schön, dass Sie da sind. Sie haben auch das Gespräch gerade mit Wladimir Klitschko verfolgen können. Also die Ukraine, sie braucht Waffen, sie braucht auch schwere Waffen. Warum bekommen wir aus Deutschland, vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz, das nicht hin? Es ist kaum nachzuvollziehen. Wir könnten, wenn wir wollten, auf einen Schlag 100 Marder und Leopard 2 oder 1 schicken. Wir könnten diese Waffen, die in den Depots stehen, jetzt und hier losschicken. Wir tun es nicht aus Gründen, die sich daraus ergeben, dass wir keine Strategie entwickelt haben für diesen Krieg. Wir wissen nicht, was dieser Krieg tatsächlich mit uns zu tun hat. Wir wissen nicht, dass nur die Niederlage Putins tatsächlich ein freies, zukünftiges Europa ermöglichen wird. Das wollen wir nicht wahrhaben und deshalb zögern wir. Wir geben einiges, aber häufig zu wenig. Die letzten drei Artillerie-Geschütze, die jetzt geliefert werden, die zuletzt zugesagt wurden, das ist einfach zu wenig. Die Botschaft, die man damit senden könnte, wenn man wollte, die würde ganz anders lauten, würde man diese Leoparden und die Marder schicken. Dafür hätte aber auch die Bundesregierung G7 nutzen müssen, um die ja auch hier zögerlichen Amerikaner überzeugen zu können. Nicht? Dafür wäre Raum gewesen. Man hat es nicht getan, man will es nicht tun. So bleiben die Fragen offen und die Ukraine steht dort in Luhansk und anderswo und kämpft unseren Krieg, ob wir es wahrwollen, haben wir oder nicht. Und man fragt sich auch, was wird irgendwann danach passieren? Wie wird die Weltordnung aussehen? Wie wird es gehen, mit oder ohne Putin? Auch der Bundeskanzler hat sich ja bei G7 dazu geäußert, hat ganz klar gesagt, es wird nichts mehr sein wie davor. Wie kann es aussehen? Ja, davor steht dieser Krieg und der muss geführt werden und der muss aus meiner Sicht gewonnen werden. Sonst werden wir einen Wladimir Putin haben, sollte er den Krieg gewinnen oder aber einen Waffenstillstand erzwingen, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass viele Teile westlicher Gesellschaften sofort die Initiative nehmen würden, sagen, ja, seht doch, er will doch Frieden etc. Und man vergisst dabei die eigene Geschichte, nicht? Wir Deutschen müssten eigentlich besser wissen als jeder andere, dass Diktatoren sich nicht saturieren, also befriedigen lassen. Nicht Hitler hat den Krieg nicht 1940 aufgehört nach einigen Gewinnen, sondern musste daran gestoppt werden. Und so ist es mit Putin auch, zumindest in dieser Hinsicht ist der Vergleich, glaube ich, richtig. Er wird nicht aufhören, bis er daran gehindert wird, und zwar mit militärischer Gewalt. Da gibt es noch andere Mittel auf dem Finanz- und Wirtschaftssektor, die weit besser genutzt werden müssen. Wir sehen jetzt, dass die Sanktionen gegen das Öl, dass die nicht ziehen. Er kann das Öl anderswo verkaufen, hat riesige Einnahmen. Hier müssen sehr breit diese Sanktionspolitik neu durchdacht werden, Lücken geschlossen werden und wirklich die, wenn man so will, die Stahlschrauben angezogen werden. Aber es wird ja dennoch was getan. Joe Biden, der US-amerikanische Präsident, hat ja jetzt erst beim NATO-Gipfel auch verkündet, dass er die Truppen stärken wird. Wie ist das zu verstehen? Das ist das lange, lange Flehen der Polen, die uns, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, nicht ausreichend trauen. Und deshalb, wir haben es schon unter Trump gehört damals, den polnischen Wunsch, dass tatsächlich amerikanische Soldaten in Polen stationiert werden. Jetzt soll dort ein Hauptquartier für ein amerikanisches Korps installiert werden. Also sehr deutliches Zeichen, dass Amerika vor Ort massiv präsent sein will, und zwar dauerhaft. Das ist alles Teil von konventioneller Abschreckung. Das ist ein gutes Zeichen für die NATO, genauso wie die Tatsache, dass zwei andere Staaten Mitglied geworden sind. Das zeigt, was hinter dem Westen, wenn man ihn in der NATO sieht, was für eine geballte militärische und wirtschaftliche Kraft ist. Die dient jetzt der Abschreckung. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem bleibe ich dabei, dieses Bündnis müsste, wenn man denn Führungsmacht werden will, wie wir es kürzlich wieder aus Berlin gehört haben, müsste tatsächlich sich auf die Strategie
endlich einlassen, dass man Putin besiegen muss. Sonst wird man keine Ruhe in diesem Land haben, was von ihm okkupiert wird. Das wird auf uns zurückfallen. Wenn man ihm etwas Raum gibt, dann steht er irgendwann an der Ostgrenze der NATO. Und wenn wir eins nicht wollen, dann wollen wir bestimmt das. Zuletzt hat er die Nuklearwaffen nach Belarus jetzt geschickt oder ist dabei, das zu tun. Ja, mit Verlaub, die würden an der Ostgrenze der NATO stehen. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ich glaube, diese Debatten, die werden seit dem 24. Februar nicht geführt. Es wird keine wirkliche Strategie ausgelegt. Was wollen wir denn? Sie man hat so ein bisschen gesagt, das Gefühl, man guckt von Tag zu Tag und hat nicht wirklich eine langwierige Strategie. Dann. Es ist wirklich eine Tagesgeschäftsstrategie, wenn man so will, in der nicht langfristig überlegt wird, welches Europa, Sie sprachen es an, welches Europa wollen wir, welche Sicherheitsordnung wollen wir denn? Und reicht das aus, was wir dafür gegenwärtig tun? Ich würde sagen nicht, dass das ausreicht. In der Hinsicht bleibe ich dabei, ein zukünftiges Europa kann es nur ohne Putin geben. Und ein Putin kann nicht in der Ukraine bleiben. Und vielleicht als letzten Punkt. Es heißt häufig nicht diese Debatte, ja, militärisch kann man ihn nicht besiegen, etc. Doch, man kann es, indem man ihn überdehnt. Ich habe es gerade gesagt, wir haben 32 Staaten jetzt in der NATO mit ihrer militär- und wirtschaftlichen Macht. In der Rammstein-Gruppe treffen sich 40 Staaten. Denen muss es doch gelingen, diese recht kleine wirtschaftlichen Motor, der hinter Russland steht, der aber sehr geschickt agiert, den Sanktionen umgehen etc., den zu überdehnen und das damit ihm letztlich das Rückgrat zu brechen. Darum muss es doch gehen. Und ich denke mir, das ist man den Ukrainern schuldig. Ein weiterführender Blick in die Zukunft und die Forderung nach einer echten Strategie. Vielen herzlichen Dank, Herr Terhalle, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio und diese Informationen.